super Show. Schön, dass ihr auch moderne Visionen bis zum Vorder auf die Seele kommt. Freut mich dabei. Ja, danke. Danke, Thomas. Ja, Thomas, danke schön, dass du da bist. Das ist toll. Wie gut soll ich die Schöterflieger zulegen? So, danke. Einmalig diese Maschine. Jahrelange Bauzeit, fast 150 Kilogramm schwer. Herzlich willkommen zur ProWing 2023, einer der größten Modellflugmessen Europas mit allen namhaften Herstellern vor Ort. Und das Coole ist, es ist wieder wie die Jets and Props schon eine fliegende Modellflugmesse. Das heißt, auf dem manntragenden Segelflugplatz hinter mir können Herstellerslots geflogen werden und die Produkte können direkt in der Luft vorgeführt werden. Richtig, richtig cool. Wir sind mit dabei auf dem Stand von Horizon Hobby mit den zwei neuen MB339 von Hangar 9 und mit dabei haben wir auch die neue NX20 von Spektrum. Wir freuen uns auf ein Mega-Event. Momentan nieselt es noch so ein bisschen, es hört langsam schon auf. Und ab 10 Uhr soll die Sonne rauskommen und dann wird es richtig, richtig voll, glaube ich. Ganz viele Leute befinden sich im Auto auf dem Weg hierher. Und ja, ich erwarte, dass der Zaun von links nach rechts komplett gefüllt ist. Und alle Händler sind total optimistisch, dass hier richtig die Post abgeht. Schauen wir uns das mal an. Auf geht's! Das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Beide Maschinen kann man natürlich vom Bau. Hier befinden wir uns auf dem Vorplatz der ProWing 2023. Im Hintergrund wird schon geflogen und ja, man erkennt das so ein bisschen im Hintergrund. Hinten haben wir einen großen Campingplatz, da stehen viele Camper, viele Wohnwagen. Da wird gezeltet, wenn man pünktlich um 8 im Briefingzelt sein möchte. Ich drehe jetzt die Kamera einmal um und dann gehen wir einmal durch das Messezelt durch und dann hinten raus, und einmal an der Flight dann zurück und fangen noch ein bisschen Action für euch ein. Auf geht's! Wir sind jetzt hier im Carp-Stand mit Marius Eutenayer. Marius Eutenayer hat wesentlich an der Entwicklung des neuen Carp Diabolo mitgewirkt. Und ja, erzähl doch einfach mal was darüber. Genau, also ich habe da die Konstruktion, also das CAD-Modell von dem Flieger eben erstellt. Und dann bin ich eben auch von Andreas eingeladen worden, mir in der Produktionsstätte, also in Thailand, dann auch mich daran zu beteiligen, den ersten Prototypen aufzubauen. Das ist jetzt eben genau der Flieger, das ist der erste Flieger, der geschlüpft ist. Und den haben wir dort eben dann fertig gemacht. Ja, und es war halt cool, mal zu sehen, so ein Projekt wirklich von Anfang bis Ende dann begleiten zu dürfen. Dass man halt wirklich nicht nur den fertigen Baukasten zusammengebaut hat, sondern wirklich vom CAD die Gedanken, die da in die Konstruktion mit eingegangen sind, dann auch wirklich Realität werden sehen zu lassen. Und ja, das hat super Spaß gemacht. Und wie fliegt er denn? Ganz okay, ne? Ganz okay, hat geklappt. Nee, wir sind super happy, wirklich. Gerade wenn man Flieger verkleinert oder sowas, ist immer sehr kritisch. Dann auch wirklich die Flugeigenschaften zu adaptieren oder ja, annähernd ranzukommen. Und wir haben sehr viel verändert, also die Flächen sind komplett neu. Auch die Profile sind überall komplett neu. Das Höhenleitwerk ist tiefer geworden. Also wir haben sehr viele Anpassungen gemacht auch. Und es hat alles wirklich richtig gut funktioniert. Also wir sind super happy, wie der funktioniert. Der Charakter ist genau der gleiche wie der große. Es funktioniert, er hört sich sogar genauso an wie der große. Deswegen ist es einfach, ja, wir sind mega zufrieden, wie er funktioniert. Dann sind wir gespannt, den in der Luft zu sehen. Und ja, dann sehen wir uns später nochmal. Danke. Okay, und weiter geht's.
Hey Kramski! Hey Stamski! Erzähl doch mal, was gibt's denn hier Neues am Start? Boah, ist brutal heute. Also hier ist richtig was los. Wir haben die neue NX20 mit am Start, natürlich. Und wir haben hier vorne den Jet. Den habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen. Unser MB339 wird auch hier fliegen. Die ersten beiden Samples sind da. Und es wird noch ungefähr 14 Tage, 3 Wochen dauern. Dann sind sie ja auf dem Markt erhältlich. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wir haben natürlich Angebote, Angebote, Angebote. Also bei der Firma Freakware, hier bei uns auf dem Stand, findet ihr genau das Richtige. Kommt vorbei. Und du moderierst doch die Flugshow nachher bei uns, ja, oder? Ja, natürlich. Die Flugslots mache ich natürlich für unsere Firma, für Horizon Hobby. Habe ich richtig Bock drauf. Und das Besondere an der Flugshow ist ja, Timo hat ja seinen Sohn dabei, den Paul. Der Paul ist 11 und der fliegt hier unsere MB339. Das müsst ihr sehen. Das ist der Hammer. Das ist absolut der Hammer. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Das seht ihr alles nachher. Wir sehen uns später. Bis später. Tschüss. Erzähl doch mal, was macht ihr bei Niederschreiber? So, Igli, Dreh- und Frästeile für den Modellbau. Ob Spinner, unsere funktionsfähigen Auspuffanlagen, was wir hier ausstellen, Motorenteile, Fahrwerke, alles, was so der Modellbau in dem Bereich braucht. Ja, alles, was so perfekt, scale, originalgetreu gefräst werden muss in unfassbarer Qualität. So gut es geht. Alles klar. Ich danke dir, viel Spaß noch, Mann. Danke, immer. Viel Erfolg. So, jetzt sind wir hier beim Stand von Aerobertix aus Belgien. Neben mir steht Bert, das ist der Eigentümer. Und ja, tell us something about your business. Yeah, hi, we are Aerobertix from Belgium. Of course, a Horizon Hobby dealer for 15 years already. So here we are at ProWing, showing some new models as the Big Muscle Bike from Extreme Flight. Yeah, we're specialized in big models, 16 years in business and for 10 years in ProWing. So it's a really nice fair, nice to be back here, and nice to meet the Horizon Hobby people. Yeah, so I would say come by, it's a great fair, here in one of the biggest in Europe. And yeah, a lot of people, so happy to be here, and nice to meet Timo again, so yeah, good times. Awesome, thanks buddy. Yeah, see you. Yeah, bye. See you, bye.
So, wir sind jetzt hier bei Flight Compassy Tech und der Inhaber möchte uns kurz was über seine Produkte erzählen. Yeah, please tell us something about your products. Right, I actually manufacture hopper tanks for jet turbines. And this is a 100mm 200 and 350. And they all have three filters inside, so for extra efficiency for air trap. So they're all actually high flow with 4mm diameter fittings to the pump and a high flow. Very cool product. Thanks a lot. Mal gucken, ob Norbert was erzählen kann hier über seine Produkte. Moin Timo. Moin Norbert. Hey, moin. Hi. Hast du eine Sekunde, was über deine Beuteltanks zu erzählen? Ja, habe ich. Ja, erzähl doch mal. Ja, was soll ich dir erzählen? Was bietest du an? Was hast du für Grüßen? Ja, das ist natürlich der Vorteil ist bei dem Beuteltank, dass du ja keine Luft mehr in dem Tank drin hast. Ne? Genau. Das heißt auch, viele sagen, aber wenn ich dann das Panel, das hängt ja immer nur da oben oder da unten. Das spielt ja bei dem Tank überhaupt keine Rolle, weil der zieht sich ja zusammen. Du brauchst keinen Hovertank mehr, das heißt, du sparst einen Haufen Gewicht. Ne? Also durch die Tanks, das ist wirklich, seitdem habe ich kein Problem mehr. Ich bin mit der Odyssey abgestürzt, weil mein Hovertank kaputt ist. Ne? Ja. So, das heißt, wo keine Luft drin ist, kann auch keine Luft in die Turbine kommen. Genau, ganz das ist einfach das. Erklärt. Eben. Und jetzt habe ich die neue Tankstation auf, die automatische. Das ist jetzt noch der Prototyp, die ist jetzt Ende Mai fertig. Und da brauchst du dir keine Gedanken mehr machen mit dem Tanken. Das geht alles automatisch, drückst nur auf den Knopf, tanken, Tank voll, fertig. Wunderbar. Du kannst einstellen, Milliliter oder wie viel du auch immer haben willst, also wirklich top. Sehr cool, da unterhalten wir uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Gut. Ich danke dir. Ja, gerne. Und viel Erfolg noch. Ja, danke. Ciao. Ja, bis dann, ciao. Good to see you too. What does probing mean to you?
everything. I come here every year if I can, dude. Really? It's not that far for you? No, no. It's like 3 hours and 15 minutes. And I come here since I was just a little boy, like your boy. So. Cool. So it's your second favorite event of ours, the after Air Meet, of course. Because we got Air Meet too. Yeah, Air Meet is awesome. Up there. Yeah, great to see you, buddy. Cheers. Have a great time. So, wollen wir da mal rausgehen? Ja. Emily, erzähl doch mal kurz was über eure Produkte. Also für die zwei Zuschauer, die das auch nicht kennen. Ja, wir haben schöne, hochglanzpolierte Edelstahldämpfer, die einfach schön leise sind, super laufen und das maximalste an Leistung rausholen. Mit der passenden Kümmerlänge natürlich. Und das Ganze noch sympathisch verkaufen. Bis dann, ciao. So, jetzt die Landung der Piper. Der normalen Piper. Hey! Hallo! Guten Morgen! Moin! So, moin Tom! Servus Timo, hi, alles gut? Ja, jetzt sind wir bei Tom Jets. Erzähl doch einfach mal was über deine Produkte. Naja, man sieht's da, ich habe im Prinzip zwei Flugzeuge, den Symbol und den Interceptor. Die Idee ist, Holzbau wieder attraktiv zu machen und in einer leistbaren Größe. Und genau das möchte ich mit Tom Jets, mit der Idee von Tom Jets eigentlich verwirklichen. Und wir haben jetzt die nächsten 10 Minuten am Flugslot. Ich hoffe, dass alles gut geht. Und ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg, Mann. Danke. War sehr cool, sehr sympathisch cool. Gestern. Wünsche dir was. Ciao. Was denn? Moin Philipp nochmal. Hey, wir haben uns deine Antonov schon mal angeguckt. Hey, cool, das freut mich. Wenn dir gefällt, ist gut. Ja, sehr, sehr schön am Stand von Funmodel zu sehen. Und jetzt seid ihr hier draußen mit der Aufwind. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz was über zwei, drei Wörter über deine Aufwind. Ja, Aufwind ist das führende Modellsportmagazin für den Segel- und Elektroflug. Wir sind mittlerweile seit 1989 am Markt. Sind so ein bisschen die Underdogs in der Zeitschriftenbranche, sind aber in der Szene fest verankert. National wie international, bieten mittlerweile auch eine englische Übersetzung an. Und auch eine sehr schöne Social-Media-Präsenz auf Facebook, finde ich. Das freut mich zu hören. Sehr schöne Gruppe und immer sehr schöner, aktiver Modellbau. Sehr harmonisch. Ich lade jeden ein, an der Gruppe teilzunehmen. Herzlich willkommen. Alles klar, Philipp. Wir sehen uns. Ich danke dir. Ciao. Moin, guten Tag. Hi, grüß dich. Du, erzähl doch mal ganz kurz was über die neue X-Bridge von Smoke EL, mit der wir jetzt ja auch Jetcat-Telemetrie zum Beispiel auf Spektrum bekommen. Ja, das ist jetzt gar kein Problem mehr. Wir haben hier so ein kleines Bauteil gebaut. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Hier liegt jetzt die Jetcat-Version. Da kannst du halt auf der einen Seite deine Jetcat-Turbine anschließen, die ECU, und auf der anderen Seite gehst du in den X-Bus. X-Bus hat immer ein besonderes Kabel, aber das liegt gleich mit bei. Und dieses System haben wir jetzt gleich verfeinert und noch weiterentwickelt. Du kannst jetzt auch zum Beispiel einen Meson-Regler anschließen oder einen Evo-Regler oder einen Scorpion-Regler. Und ganz neu, extra jetzt für die Proving fertig gebaut, auch von den Ares-Motoren, die Zündung. Da kriegst du Temperatur, Zylinder 1, Zylinder 2, Drehzahl und Zündakkuspannung. Auch auf dein Display in der Spektrum. Sehr, sehr cool. Wir haben es schon in der MB339 von Hangar 9 verbaut. Okay. Schauen wir nachher nochmal drauf, wenn wir Zeit haben. Okay. Und ja, vielen Dank. Viel Erfolg noch auf der Probing. Danke, euch auch. Viel Spaß. Hau rein. Das waren 121 Kilogramm. Mario Müller, meine Damen und Herren. Da darf man nochmal klatschen. Schau ich das mal an. Hey, das ist der Flo. Hey. Hi, guten Morgen.
Alles gut bei euch? Ja, tadellos, ja. Super Veranstaltung wie immer. Was ist euer Lieblingsprodukt hier, was ihr gesehen habt? Worauf freut ihr euch am meisten? Horizon Hobby MB339, geflogen von unserem Kollegen Paul. Da freue ich mich schon drauf, wenn er die in Action vorzeigt hier. Ja. Super. Ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Auf jeden Fall, ja. Hau rein, mein Lieber. Später. Ciao. So, jetzt sind wir hier beim DMFV Jump Team. Moin erstmal. Hey. Schön, euch wiederzusehen. Erzählt doch mal ganz kurz, was ist das Konzept hinter dem DMFV Jump? Ja, Jump ist an sich die Jugendorganisation des Deutschen Modellfliegerverbandes. Wir wollen das ganze Konzept Modellflug wieder mehr modernisieren und ein bisschen wieder in die Öffentlichkeit bringen und dabei die bestehenden Jugendlichen fördern, Vereine unterstützen, ja, Events organisieren für die Jugendlichen und gleichzeitig aber auch brennende Jugendlichen für den Modellflug begeistern. Ne? Sehr cool. Richtig cooles Konzept, Richtig coole Ideen. Wir haben vorhin schon gesprochen. Genau. Und ja, wir freuen uns drauf, was da noch alles kommt. Ja, sehr gerne. Haut rein, ihr beiden. Ciao, viel Spaß noch. Viel Spaß. Ja, schönen guten Morgen, alles. Schönen guten Morgen. Ja, aber eben, wenn du gezogen hast, alle Modelle, die da kommen.